6 Deutsche auf einer Reise ins Ungewisse. Sie lassen sich auf ein außergewöhnliches Experiment ein. Sie werden zu Flüchtlingen auf Zeit, machen sich auf den Weg in die Heimat der Menschen, die nach Deutschland fliehen. Wollen herausfinden, warum Menschen ihr Zuhause und ihre Familien für immer verlassen. 6 Deutsche mit ganz unterschiedlicher politischer Einstellung. Die NPD war mir einfach zu demokratisch gewesen. Mhm. Sie erleben am eigenen Leib, was es heißt, auf der Flucht zu sein. Oh, der kotzt richtig Galle. Für mich ist das Projekt hier offiziell beendet. Sie erfahren, was Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa erwartet. Schlimmer kann das echt eigentlich kaum sein. Ne? Wenn wir jetzt so und so viele Millionen, tausende Flüchtlinge nach Deutschland aufnehmen würden, dann wird das ganze Wirtschaftssystem, was wir haben, das nicht halten können. Wer sind wir, dass wir hier sitzen und über deren ihre Meinung, ihren Glauben da diskutieren oder was sie da vielleicht empfinden oder nicht empfinden? Das wissen wir nicht. Sie treffen Menschenschmuggler. Dass er ein Gutmensch ist, das kann er mir in 1000 Jahren nicht erzählen. Die Jungs pissen Eiswasser, sonst würden die sowas nicht machen. Der war nur am Zittern, der war nur fertig. Mir war nicht klar, was wirklich für Leid hinter den einzelnen Menschen steckt. Sie besuchen Flüchtlingslager. Alle lassen diese Menschen im Stich und das ist einfach sehr bezeichnend. 3 Wochen Flucht zehren an die Nerven. Wohlfühlen tue ich mich hier drin nicht, aber egal, es ist vor allem die Luft hier drin, das ist das Ätzende irgendwie. Und führen zu Spannungen. Du nimmst in dem Moment selber keine Rücksicht auf diese Kultur. Setzt dich überall hin, tanzt da rum und provozierst auf eine Art und Weise diese Leute. Erfahrungen, die verstören. Da ist auch um mich das Ungeziefer überall. Nichts Ekligeres als Plumpsklos, oder? Und die Teilnehmer an ihre Grenzen bringen. Ich war eigentlich nur darauf konzentriert, weiterzuatmen und irgendwie am Leben zu bleiben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mir das so nahe geht. Diese 6 sind Flüchtlinge auf Zeit. Johannes Kleer, ehemaliger Soldat. Menschen, die nach Deutschland kommen, haben definitiv die Pflicht, sich zumindest unserem Grundgesetz zu unterwerfen und den Werten, die damit einhergehen. Katrin Weiland, Bloggerin und Fan von Thilo Sarrazin. Deutschland schafft sich ab. Ich denke, da ist schon auf jeden Fall was dran. Kevin Müller, Nazi-Aussteiger und ehemaliges NPD-Mitglied. Also ich würde sagen, die Angst für Überfremdung ist schon mal ein falsches Wort. Also wir hatten keine Angst. Wir hatten wirklich, ja, Panik. Songül Çetinkaya, Sozialarbeiterin mit türkischen Wurzeln. Natürlich ist es schrecklich, dass Migranten durch Gewalttaten auffallen, klar. Aber genauso schlimm ist es, dass irgendwelche durchgeknallten Nazis durch die Lande ziehen und Griechen und Türken ermorden. Stefan Weidner, Musikproduzent und Ex-Böse-Onkels-Bassist. Man kann Leute, die an die Tür klopfen und Hilfe brauchen, nicht einfach abweisen. Mirja Dumont, Model und zweifache Mutter. Aber ich glaube tatsächlich, wir können nicht allen helfen. Flughafen Frankfurt. Hier treffen sie Daniel Gerlach, der das Experiment begleitet. Noch wissen sie nicht, wohin die Reise geht. Wir schicken euch heute entlang der Routen, die Flüchtlinge nach Deutschland nehmen, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Heute seid ihr auf der Flucht. Alles Gute. Ja. Ja, super, Mensch, schafft das. Ja, alles Gute. Mirja, Songül und Kevin reisen über Rom nach Hergla in Tunesien. Von dort auf die italienische Insel Lampedusa bis ins 9100 Kilometer entfernte Flüchtlingslager Bambasi in Äthiopien. Dann über Addis Abeba bis nach Eritrea. Schon der Flug nach Rom ist für Nazi-Aussteiger Kevin eine harte Prüfung. Er leidet unter Flugangst. Ankunft in Rom. In Italien gibt es 65.000 Flüchtlinge. In der Hauptstadt leben rund 6.000, darunter die meisten in Armut und Obdachlosigkeit. Die Fahrt geht vorbei an historischen Prachtbauten und Touristenattraktionen. Postkarten Rom. Das sieht hier wirklich nach Rom aus.
Guck mal, wenn du dahinter dir guckst, die ganzen Gebäude, oh, irre. Das Wahrzeichen, wa? Boah. Wow. Doch ihr Ziel ist kein Ort, den Touristen freiwillig besuchen. Ein verlassenes Gebäude am südlichen Stadtrand. Guck mal. Das haben wir schon auf Fotos gesehen. Ja. Das Gebäude kennen wir. Palazzo Salam heißt das besetzte Haus. Die Römer nennen ihn Palast der Schande. Etwa 800 Flüchtlinge, darunter Frauen und Kinder, leben in dem ehemaligen Universitätsgebäude. Es gibt keine abgetrennten Zimmer, kein Warmwasser, keine Heizung. Der Strom fällt oft aus. Erinnert mich wirklich an Wohnblöcke in Hellersdorf und Marzahn. Das sieht auch nicht großartig anders aus. Die meisten Flüchtlinge hier stammen aus dem Sudan, aus Eritrea, Äthiopien und Somalia. Unter ihnen herrscht eine strenge Hierarchie. Eine kleine Gruppe hat das Sagen. Von ihrer Zustimmung hängt ab, ob Mirja, Songül und Kevin ihre erste Nacht in Rom hier verbringen können. Von den Bildern weiß man ja, dass da drinnen gar keine Räume existieren, sondern nur Laken aufgespannt werden. Und ist es jetzt besser auf der Straße als hier? Bin ich mir nicht so sicher. Nee, ich auch nicht. Also ich möchte lieber hier schlafen als auf der Straße. Also, weißt du? Eigentlich hatten uns die Flüchtlinge eine Drehgenehmigung erteilt. Doch dann ändern sie ihre Meinung. Wir sollen draußen bleiben. Während noch diskutiert wird, macht Kevin auf der anderen Straßenseite eine Beobachtung. Was ich halt krass finde, ist, wenn mir jemand erzählt, dass es den Leuten so schlecht geht und die dann aber so eine guten Sachen haben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Da kommt jetzt ein Kind raus mit so einem kleinen Elektromotorrad oder was, ob das jetzt elektrisch noch funktioniert oder nicht, weiß man nicht. Und Kevin fragt sich, wo haben die denn das Geld her für dieses Spielzeug? Ich meine, müssen die jetzt hier mit Steinen spielen, nur weil die jetzt in einem Haus wohnen? Ich meine, das ist eine berechtigte Frage. Vorhin steigen welche im Auto ein, die gehen alle einkaufen. Uns wurde ja gesagt... Kann ihnen ja auch einer was geschenkt haben, oder? Uns wurde ja gesagt, die kriegen gar kein Geld und alles. Und ich frage mich einfach nur, wo das alles herkommt. Geh doch mal nicht von dir selber aus. Das ist in einer ganz anderen Situation, als du das jemals sein wirst. Ja, du kannst es nicht nachvollziehen. Man gönn denen doch mal irgendetwas. Naja, wenn dein Kind mit einem Motorradroller kommt, regst du dich schon auf. Das gibt's doch gar nicht. Ich reg mich nicht drüber auf. Ich frage mich, wo das Geld herkommt. Du hast dich aufgeregt. Nee. Einer hat ein Telefon, wo hat er das Telefon her? Einer hat das, wo hat er das her? Die sind seit 5, 6 Jahren in diesem Haus. Irgendwas müssen die doch auch mal haben. Es gibt Menschen, die denen Sachen schenken. Vielleicht gehen die ja auch arbeiten irgendwo, vielleicht putzen die irgendwo und sammeln sich irgendwoher Geld zusammen. Mann, die versuchen zu überleben. Ja, eben, überleben. Aber das ist ja so ein fettes Handy, jetzt hör mal auf. Also weil sie nur versuchen zu überleben, müssen sie auf dem mindesten Standard bleiben. Oder müssen sie zerlumpte Klamotten anziehen, dürfen keine Handys benutzen, die Kinder müssen mit Steinen spielen. Ey, komm, das geht mir jetzt echt auf die Nerven. Die 39-jährige Songül Çetinkaya kümmert sich in Berlin als Sozialarbeiterin vor allem um Jugendliche mit Migrationshintergrund und kennt deren Probleme. Solange es Abschiebung gibt, ist Integration für die Familie nicht möglich. Weil die leben ja auch mit dem, Gedanken, dass die quasi jeden Tag einfach weggebracht werden können. Auch das Verhalten von Migranten sieht sie kritisch. Viele Ausländer bleiben leider in ihrer Parallelgesellschaft, lernen die Sprache nicht, passen sich den Regeln nicht an, wollen sich nicht integrieren. Und dann ist es klar, dass es Probleme gibt und dass man auch abgelehnt wird. Ich bin einfach froh, dass das Kind dieses Spielzeug hat. Ja, bloß darum geht es mir ja gar nicht. Mir geht es darum, dass uns erklärt wurde, die haben kein Geld und scheinbar die gehen ja einkaufen, kommen aus dem... Es geht ja nicht darum, dass ich sage, ich finde es voll scheiße, dass die einkaufen gehen. Ich verstehe nicht, wo das Geld herkommt. Hör doch jetzt mal auf mit der Diskussion. Die Dame, die sich mit uns mal unterhält, die steht jetzt da mit dem Taschentuch und wird jetzt langsam nervös und glaube, die fängt gleich an zu weinen oder so. Sollen wir nicht erstmal irgendwas jetzt wirklich machen, anstatt hier zu diskutieren, wer hier irgendwo seinen Roller oder sein Telefon her hat? Ein Flüchtling aus dem Palast Salam nähert sich der Gruppe. Mona stammt aus Somalia. Mit gerade mal 16 floh sie aus ihrer Heimat. Heute ist sie 25. Es scheint, als werde sie von Männern im Palazzo Salam unter Druck gesetzt, nicht mit uns zu reden. Das Gespräch wird an einen sicheren Ort verlegt. Kevin hat die Diskussion mit Songül mitgenommen. Er verlässt die Gruppe. Was ist das Schwerste für dich in Salam? Le cose più difficili è non lavorare. Das Schwierigste ist, nicht zu arbeiten, keine Arbeit zu haben, keine, wie sagt man,
Ja, keine Stellung zu haben. Einfach nichts zu haben. Das ist ziemlich schwer. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Vor allem meine Familie hat es schwer. Ich selbst komme irgendwie durch. Ich hoffe, dass mir Gott hilft. Und vor allem hoffe ich auf die Unterstützung Italiens. Als ich dich vorhin vor Salam das erste Mal kennengelernt habe, warst du total traurig und hast angefangen zu weinen. Was ging denn davor? Was war denn der Grund dafür? Ah, i miei genitori. La mia famiglia. Ah, meine Eltern, meine Familie. Ich bin ja nach Italien gekommen, um, ich will nicht weinen, meiner Familie etwas geben zu können. Meine Großmutter, die mich großgezogen hat, sie ist gelähmt. Sie kann das Bett nicht verlassen und sie ist inkontinent. Meine Mutter pflegt sie, aber sie schafft es nicht mehr. Ich bin die einzige Tochter, die meine Großmutter aufgezogen hat. Ich habe eine Schwester, die ist krank, deswegen... Nein, ich möchte nicht weiter von meiner Familie erzählen. Es tut mir leid. Sorry. Wie viele Flüchtlinge, die in Europa stranden, hat Mona keinen Pass und kaum Hoffnung, ihr Leben aus eigener Kraft zu verändern. Team Nahost ist auf dem Weg nach Athen. Von dort aus geht es für Katrin, Johannes und Stefan auf die Insel Lesbos. Dann reisen sie über Istanbul in das Grenzlager Dumis, in ihr Zielland, den Irak. In Griechenland leben nach Schätzungen des UN-Flüchtlingswerks 1 Million Flüchtlinge. Die Mehrzahl hier in Athen. Die griechische Hauptstadt ist der Anlaufpunkt für Menschen aus dem Nahen Osten. Früher gelangten 90% über den Grenzfluss Evros ins Land. Doch seit dort im vergangenen Jahr ein Zaun gebaut wurde, bleibt nur die Flucht übers Mittelmeer. Mit Booten von der Türkei auf die griechische Insel Lesbos. Ankunft in Athen. Atta holt die drei ab. Er stammt aus Afghanistan und hält sich mit Taxifahrern über Wasser. Hi. Hi, hey. Stefan. No, my name is Johannes. Oh, welcome, welcome to Athens. What's your name? Atta. Nice to meet welcome. You, Atta. Thank you very much, welcome. Na, ein bisschen genauer guckt, merkt man schon auch, ne? So, dass eben auch teilweise Leerstand. Ich beobachte ja die Häuser hier links jetzt die ganze Zeit schon so. Und auch so mal ein bisschen runtergekommen. Okay. So, wo sind wir jetzt hier? Kann das hier mal erzählen? Es ist aber auf jeden Fall die richtige Adresse. Also, erste Anlaufstelle für die drei Flüchtlinge auf Zeit ist eine Hilfsorganisation im Zentrum von Athen. Asylsuchende werden bei ihrer Ankunft in Griechenland zwar registriert, die Versorgung läuft dann aber hauptsächlich über Hilfsorganisationen wie diese. I saw you some things here, okay? Thanks, that's right. Are you ready? Yes, please. Let's go. Flüchtlinge können hier duschen und ihre Wäsche waschen. Etwas zu essen und einen Schlafplatz finden sie allerdings nicht. What is this for kind of room? This is living room. Ah, living room, okay. Die drei müssen sich auf eine Nacht auf der Straße gefasst machen. Ja, wollen wir wieder? Ich denke, wir haben hier genug Eindrücke, oder? Ja. Vor der Einrichtung treffen Stefan, Katrin und Johannes auf Flüchtlinge, die von ihrem Leben auf der Straße erzählen. Ab 10 Uhr am Abend sind die Straßen hier für uns nicht mehr sicher. Faschisten greifen Flüchtlinge auf offener Straße an. Sie sind aus Pakistan geflohen, logischerweise, um vor den Taliban sicher zu sein, kommen jetzt hierher und haben ähnliche Probleme, also sprich, sie haben hier ein heftiges Problem mit Faschisten, die hier die Straßen unsicher machen. Die Anhänger der rechtsgerichteten Partei Chrissi Avier, auch Goldene Morgendämmerung genannt, wollen ihre Forderung mit allen Mitteln durchsetzen. Flüchtlinge raus aus Griechenland. Wir haben Faschisten in Germany too. So, and I think your friend, he told us he wants to come to Germany because of the more, this is more safe there, he said. So why you think that Germany is more safe? This one is more safe. Das Leben hier ist nicht sicher. Living is no
Ich möchte nach Deutschland, um ein besseres Leben zu führen. Ein besseres Leben. Eine Hoffnung, die viele auch illegal nach Deutschland einreisen lässt. Mit 336 Euro monatlich wird ein Asylsuchender unterstützt, wenn er in Deutschland geduldet wird. Ich habe das Gefühl, jetzt heute ganz konkret, dass ich von diesem großen Bild, das ich ohnehin habe, mir anfange, so diese kleinen Puzzleteile anzugucken. Und es ist, total mühselig, ne? Auch so emotional einfach. Also so, so fühlt sich das für mich gerade an, so jedes Puzzleteil jetzt einzeln da zurechtzupflücken. Ich habe jetzt auch nur noch Bock, irgendwie mich irgendwo hinzusetzen und was Vernünftiges zu essen. So. Also das ist gerade das Einzige. Essen hört sich gut an. Essen ist gut. Essen sind wir uns einig. Gut. Aber es kommt weiter. Der Hunger treibt die drei durch die Straßen von Athen. Ohne Geld, ohne Handy. Schließlich finden sie eine Suppenküche. Die Räume der Hilfsorganisation Caritas sind klein. Essen in Schichten. Erstmal heißt es, hinten anstellen. Caritas Athens Refugee Program. Ob wir da irgendwas brauchen, wie so Marken? Hier gibt es was zu essen. Es ist einfach, jeder kriegt eine Suppenschüssel oder Tellersuppe in die Hand. Weiß ich. Ich war noch nie in so einer Einrichtung. Nach einer Stunde in der Schlange sind Stefan, Katrin und Johannes kaum vorangekommen. Katrin wird ungeduldig. Ein bisschen heilloses Gedränge, würde ich sagen. Die nächsten fünf dürfen rein. Im scheinbaren Chaos läuft alles nach Plan. Die Hitze und das Gedrängel machen allen zu schaffen. Das Krasseste, was ich in meinem Leben erlebt habe, war, als ich die Kündigung für meine Wohnung auf dem Tisch habe und dann irgendwie zweimal die Woche Plasma spenden gegangen bin, irgendwie, um meine Miete zu bezahlen. Das war so das Krasseste, was mir so an so einer lebensbedrohlichen Situation sozusagen begegnet ist in meinem Leben bisher. Und jetzt gerade finde ich es aber auch echt heftig so. Also, mir tut jetzt auch langsam die Beine weh. Ich bin ja ein großer Kritiker der Kirche. Allerdings jetzt auch so, ne, in Verbindung mit unserem Auftrag und diesem Experiment merke ich doch, dass die Kirche eine Menge tut. Ne? Also, sie sind doch da, geben den Leuten hier Klamotten, um das zu essen. Und da muss man erstmal sagen, erstmal cool, dass das überhaupt gemacht wird. Ne? Und ja. Nach 2,5 Stunden Wartezeit in einem überfüllten und stickigen Flur sind sie endlich an der Reihe. Jeder muss sein Herkunftsland eintragen und unterschreiben. Mehr als 300 Menschen werden hier jeden Tag mit Essen versorgt. Eine Mahlzeit kostet die Caritas 5 Euro, macht 1.500 Euro täglich, finanziert durch Kirchenmittel. Ohne diese Suppenküche und die freiwilligen Helfer könnten viele Flüchtlinge in Athen nicht überleben. Der Brite Anthony arbeitet seit 4 Jahren ehrenamtlich hier. Ich habe sehr unglückliche Menschen gesehen, die ein sehr hartes Leben hinter sich haben und die es sehr schwer hatten, bis hierher nach Griechenland zu kommen. Menschen, die hunderte Kilometer zu Fuß unterwegs waren, mit ihren Kindern. Und das bewegt einen, wenn man sieht, wie schwer es für sie war und was für ein Glück wir im Westen doch haben. Katrin ist nachdenklich. Diese Primärgeschichten, ey, also Menschen brauchen was zu essen. Das ist so essentiell einfach. Nach 20 Minuten sind die Nächsten an der Reihe. Trotz persönlicher Kontakte bleibt Katrin kritisch. Was ich da wahrnehme, ist halt dieser immens große Zwiespalt. So, weil natürlich möchte man diesen Menschen helfen, das ist auch ganz klar. Man sitzt dann mit denen am Tisch und denkt sich, hey, na klar, man will eigentlich, dass es denen so gut geht wie einem selbst. Ja? Aber nichtsdestoweniger ist es so, dass wenn wir jetzt so und so viele Millionen, tausende Flüchtlinge nach Deutschland aufnehmen würden,
dann wird das ganze Wirtschaftssystem, was wir haben, das nicht halten können. Und das ist eine ganz, ganz große Frage und ist auch eine ganz große Krux. Und das sind eben Dinge, mit denen wir uns natürlich aber jetzt beschäftigen müssen, weil das ja eben auf uns zurollt. Wer in Athen strandet und dort um Asyl ersucht, hat keine legale Möglichkeit mehr, nach Deutschland zu kommen. Dort droht die Abschiebung. In Rom bricht die Nacht herein. Mirja, Kevin und Songül haben keine Bleibe. Die Wortführer im Palazzo Salam haben endgültig entschieden, uns auch ohne Kamera nicht ins Gebäude zu lassen. Naja, wir sind ja noch mal hingefahren, weil wir ja gedacht haben, dass wir eventuell doch noch ins Gebäude kommen, weil sich ja die 8 Weisen aus dem Haus dann noch beraten haben und eventuell hätten sie uns ja auch noch, hätte ja auch so sein können, dass die uns reinlassen. Aber dann haben sie sich eben dagegen entschieden. Und es war, aber die haben auch schon versucht, ein bisschen uns zu erniedrigen. Die haben halt versucht, dieses bisschen Macht, das sie über dieses Gebäude haben, voll auszunutzen. Das war so wie ihre Ritterfestung. Und die Festung wurde also gegen uns verteidigt. Die drei müssen sich auf der Straße einen Platz zum Schlafen suchen. Erster Versuch, der Hauptbahnhof. Am Roma Termini schlafen jede Nacht rund 100 Flüchtlinge aus aller Welt. Ich glaube, dass es voll schwer ist, jede Nacht zu verbringen. Ich frage mich eigentlich, warum die im Hellen liegen, unter Lampen und nicht im Dunkeln. Und vielleicht ist es einfach sicherer, wenn man im Licht liegt, ne? Die drei suchen weiter. Ein betrunkener Obdachloser greift die Deutschen und das Kamerateam an. Ich schlaf nicht da drüben. Die tun mir zwar leid, aber ich schlaf nicht da drüben. Die waren schon aggro, ist mir egal. Ja, wir ziehen das jetzt hier einfach durch bis um 6 Uhr, dann ist gut. Das sind ja nur noch 5 Stunden. Auf der Rückseite des Bahnhofs sind die sicheren Schlafplätze im Licht alle besetzt. In dieser Masse, das habe ich ja noch nie gesehen. Das hat mich auch total wirklich geflasht. Was mich halt wirklich fasziniert hat, ist, dass die Aggressivität die gleiche ist wie in Berlin. Dass wirklich diese Obdachlosen so aggressiv wären, dass sie halt wirklich auf Krawall gebürstet sind. Aber das wäre ich jetzt langsam auch. An der Vorderseite sieht es auf den ersten Blick besser aus. Guck mal, die da sitzt auf dem Hocker. Das ist doch, die könnte meine Nachbarin sein. Die sieht total, guck mal, die sieht nicht mal verwahrlost aus oder irgendwas. Ja, genau. Ganz schlimm. Oh, hier riecht mir so nach Pisse. Auf der Vorderseite des Bahnhofs liegen die weißen Obdachlosen, auf der Rückseite des Bahnhofs liegen die schwarzen Obdachlosen. Das ist ja auch mal krass. Da sie keinen sicheren Schlafplatz finden, wollen die drei sich am Bahnhofsvorplatz zumindest ausruhen. Doch die Erlebnisse des Tages lassen sie nicht zur Ruhe kommen. Die aggressive Stimmung, die ihnen und der Somalierin Mona entgegenschlug, beschäftigt vor allem Mirja. Mona hat mitgekriegt, dass wir Hunger haben und hat dann gesagt, nein, magst du ägyptisches Essen? Habe ich gesagt, ja. Ja, warte, warte, du gehst nicht weg. Und auf einmal kamen, als ihr diskutiert habt hinten im Hintergrund, kamen 3 Männer auf sie zugeschossen, also wirklich starke Männer mit einem ganz miesen Gesichtsausdruck, also wie bei so einem Überfall, kamen auf sie zu und haben sie angeschrien. Und dann hatte sie wieder Tränen in den Augen und hat aber zurückgeschossen. Die Situation der Flüchtlinge im Palazzo Salam lässt auch Kevin nicht kalt. Man kommt aus der Diktatur und man kommt in so ein Gebäude und man ist wieder in einer Diktatur. Ja. Das finde ich so krank, dass die Menschen wollen in Freiheit leben. Das habe ich von Anfang an gesagt. Aber das sind wieder Männer, das ist dieses Ding, immer sind es Männer. Um 3 Uhr morgens geben Mirja, Songül und Kevin schließlich die Hoffnung auf, einen bequemen Schlafplatz zu finden. Erschöpft schlagen sie ihr Lager für die Nacht auf. Ja, siehst du, weil es dir peinlich ist, dann mach erst gar nicht Sachen, die dir peinlich sind, Kevin. Dann mach's gar ja, nicht erst. Ja, ich bin so professionell wie ihr und nur professionell vor der Kamera sind. Wir sind authentisch. Wir sind so, authentisch, wie wir sind. Ja. Und wenn du sowas noch einmal zu mir sagst, dann wirst du sehen, was passiert. Was passiert denn? Wirst du dann sehen. Ich bin neugierig, ja. Und während die 2 Frauen einfach nur noch schlafen wollen, ist Kevin am Limit. Wir sprechen morgen auch ab. Für mich ist das Projekt hier offiziell beendet.
Ich sage euch ganz klar, ich fliege morgen nach Hause. Mir ist egal, wer es bezahlt, für mich ist das hier beendet. Zurück in Athen. Johannes, Stefan und Katrin sind auf dem Weg zum Internierungslager Amythalitsa in Attika. Hier landen Flüchtlinge, die ohne Pass oder Visum auf den Straßen Athens aufgegriffen werden. Perversion in Reinform. Ja, ganz einfach. Hinter meterhohem Stacheldrahtzaun warten 1200 Flüchtlinge ohne gültige Papiere auf ihre Abschiebung. Manche über Jahre. Vor der Einrichtung treffen die Teilnehmer auf die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament, Rebecca Harms. Laut EU-Recht dürfen Flüchtlinge nur inhaftiert werden, wenn keine andere Unterbringung zur Verfügung steht. In Griechenland gibt es keine Asylheime. Sie werden behandelt wie Kriminelle. Flüchtlinge ohne Perspektive so festzuhalten, dafür gibt es keine Berechtigung und auch kein Recht. Wir dachten immer, Europa sei das gelobte Land. Jetzt sind wir hier und für uns ist Europa ein Gefängnis. Allein im vergangenen Jahr flohen etwa 130.000 Menschen nach Griechenland. Rebecca Harms und Johannes wollen sich ein Bild von den Bedingungen im Lager machen. Katrin und Stefan dürfen nicht in das Lager. Die sind sehr schlecht. Zwei Bäder für alle hier. Das hier ist das Trinkwasser. Die haben gesagt, ey, danke, dass du so nah an den Zaun kommst. Wir finden es so toll, dass du keine Angst hast und dass du dich nicht vor uns ekelst. Ja, sie haben gesagt, normalerweise die Polizei, wenn die mit denen redet, die sagen, geh mal weg, geh mal 3 Meter weiter weg. Ey, das hat mich so berührt in dem Moment. Viele hier waren jahrelang unterwegs, bis sie schließlich hinter diesem Zaun landeten. Für einige von ihnen ist dieses Gefängnis die letzte Station einer dramatischen Flucht. Da war ein Mann, der ist mit seiner Familie übers Mittelmeer geflohen. Frau und 3 Kinder oder sowas. Und die sind alle umgekommen. Und er ist jetzt hier komplett allein, ja. So, Herzkrebs, irgendwas am Herzen, ein Tumor. Und versucht sich umzubringen, aber es geht nicht. Also das war das, wo ich so gedacht habe, ey. Also schlimmer kann das echt eigentlich kaum sein. Ne? Wenig später darf Katrin sich die Zellen ansehen, in denen minderjährige Flüchtlinge untergebracht sind. Das Filmen wird immer schwieriger. Bis zu 6 Jugendliche sind hier in einer Zelle eingesperrt. How long are you in here? 5 Monate. 5 months, okay. 4 Monate. Es hat unglaublich gestunken. Wir sind reingekommen und es war wirklich Kloaken- und Müllgeruch. Und als ich dann die Toiletten gesehen habe, da war mir auch noch klar, warum das so ist. Und da auf dem Gang standen auch so Mülleimer, die so überliefen. Zum Zeitpunkt dieses Besuchs durften die Teenager nur 1 Stunde am Tag aus der Zelle. Zur Strafe, weil es eine Schlägerei zwischen einem jungen Afghanen und einem Iraker gegeben hatte. Kontakt zur Außenwelt haben die Menschen hier nicht. Einige oder auf jeden Fall 2 von den Jungs sind von ihren Familien getrennt worden. Sie sind in Athen offenbar aufgegriffen worden, in den Straßen. Und die Eltern wissen nicht, wo ihre Kinder sind. Die Jugendlichen, die wissen nicht, was mit ihren Eltern ist, ob sie nicht vielleicht nebenan im anderen Knast mittlerweile sind. Also 24 Stunden am Tag läuft ja nur die Frage durch, was ist mit meiner Familie? Ja? Und diese Belastung, das ist, glaube ich, was einen wirklich absolut kaputt macht, ja? Und was einen wirklich innerlich auch zerstören kann. Dass da noch Kinder irgendwie im Gefängnis sitzen, die abgeschoben werden oder die auf keine Ahnung was warten. Also, ach, fuck it.
Johannes hat in der Zwischenzeit die Erwachsenenunterkünfte gesehen. Wir waren in einem Raum, 3 Quadratmeter groß, 4 Betten darin, 4 Männer, ein Schrank. Die Klimaanlage fällt meistens aus, es gibt zu wenig zu essen, haben sie gesagt. Sie haben zwar gesagt, sie müssen kein Papier essen, aber es ist viel zu wenig. Und ich denke, hier werden teilweise Menschenrechte außer Kraft gesetzt. Vor 6 Monaten war Rebecca Harms das erste Mal hier. Schon damals gab es diese Missstände. Ein Grund, das sogenannte Dublin-II-Abkommen. Danach muss jeder Flüchtling in dem EU-Land bleiben, in das er eingereist ist. Eine Weiterreise ist nicht erlaubt, bis über den Asylantrag entschieden wurde. Durch Drittstaatenregelung oder Dublin II und halten wir uns schon das Problem vom Hals. Die ganzen Regeln sind so gemacht, dass im Moment der Norden, ja, der Europäischen Union dem Süden das Problem gerne überlässt. Jedes Jahr investieren die EU-Länder Millionen in neue Systeme, um illegale Einwanderer abzuwehren. Immer neue Zäune und Haftanstalten entstehen an den Außengrenzen. In Griechenland fehlen das Geld und die Kapazität, die Einzelschicksale zu prüfen. Am Ende landen viele, die nach Freiheit suchen, in Isolation und Ausweglosigkeit. Der nächste Morgen in Rom. Kevin hat sich beruhigt. Er will das Experiment nun doch durchziehen. Und gemeinsam machen sich die Teilnehmer auf den Weg nach Ponte Marmolo. In Deutschland hatte ihnen der eritreische Flüchtling Kidane von diesem Slum erzählt. Wir mussten dort das Trinkwasser von einem Parkplatz gegenüberholen. Noch nicht einmal in meiner Heimat Eritrea musste ich unter solchen Umständen leben. Es ist wirklich unfassbar. Also, er hat mir die Bilder gezeigt, hätte ich gesagt, das wäre entweder so Cape Town, so ein Slum, wie ich schon mal war, oder Favela. So, das erinnert mich da total dran. Aber dass es sowas in Europa gibt, das hätte ich nicht gedacht. Und jetzt sind Mirja, Kevin und Songül mittendrin. Versteckt vor den Augen der Rom-Touristen wohnen hier rund 150 Menschen in einer Barackensiedlung. Das war doch Kidanes, oder? 48 oder 49 war der doch. Die Teilnehmer finden in Ponte Marmolo Kidanes ehemalige Behausung. Seit 2 Monaten lebt dieser junge Mann hier. Und von wo bist du gekommen? Ich komme aus Eritrea. Ich bin über den Sudan nach Libyen durch die Wüste und dann über das Mittelmeer nach Italien geflohen. 8 Monate hat seine Flucht nach Europa gedauert. Wie viele seiner Landsleute strandete er hier in diesem Slum, mitten in Europa. Hauptsächlich junge Männer und einige Familien leben hier. Guck mal, wie weit das noch nach hinten geht. Ne? Das geht noch eine ganze Weile. Beim letzten Regen stürzte das Haus dieses Eritreers ein. Jetzt muss er es aus Trümmern wieder aufbauen, damit er und seine Familie ein Dach über dem Kopf haben. Der Vater von 3 Kindern lebt seit 6 Jahren hier und ist verzweifelt. Es wäre besser für mich, nach Eritrea zurückzugehen, selbst wenn mich die Regierung dort umbringen würde. Das wäre immer noch besser als das Leben hier. Als ich in Eritrea lebte, hieß es immer, in Europa würden die Menschenrechte geachtet. Aber hier in Italien merke ich nichts davon. Schicksale, die hinter der sogenannten Drittstaatenregelung stehen. Diese verbietet Flüchtlingen die Weiterreise innerhalb Europas. Model und Schauspielerin Mirja Dumont war vor Projektstart noch überzeugte Verfechterin dieser Regelung. Ich finde, die Drittstaatenregelung ist richtig. Dass wenn sie dann europäischen Boden betreten und in Sicherheit sind, sie werden dann nicht weiterverfolgt, dass sie da bleiben. Sonst würde ja jeder wirklich sagen, sie gehen nach Deutschland, weil wir dieses soziale Netz haben und dann hätten wir alle hier. Hier in Italien sieht Mirja, was das für einige bedeutet. Mir war nicht klar, was wirklich für Leid hinter den einzelnen Menschen steckt. Also, dass da wirklich nur der Krieg meistens hintersteckt. Alle wollen nach Hause, ich meine, wie wir auch. Wir wohnen am liebsten da, wo wir geboren sind und wo wir es uns schön gemacht haben.
zurück in Athen. Katrin, Stefan und Johannes wollen mehr über die Gewalt gegen Flüchtlinge herausfinden, von der ihnen immer wieder erzählt wurde. Mitglieder der rechtsradikalen Partei Goldene Morgendämmerung greifen die Flüchtlinge sogar auf der Straße an. Sie haben einen Tipp bekommen, wo sie ein Opfer solcher Übergriffe finden können. Ihr wisst jetzt, wo das ist, ja? Hey, ich hoffe es. Ich denke mal, es müsste da drüben sein. Sie besuchen den 25-jährigen Afghanen Abdul und seinen Freund Wazir. Good evening. Beide sind erst seit ein paar Monaten in Athen und wurden schon mehrmals angegriffen. Viele Flüchtlinge fühlen sich nicht nur von Faschisten bedroht, sondern auch von der Polizei. Ich habe eine Aufenthaltsgenehmigung bis 2016. Trotzdem kontrolliert mich die Polizei immer wieder und nimmt mich dann für 48 Stunden fest. For how many times did the police catch you and brought you in prison for 48 hours? 6 Mal. You have problems with the police. You got hunted by racists, and I mean, how can a person take all these things, you know? Ich wurde 3 Mal von Faschisten angegriffen und sie haben mir mein Handy weggenommen. Aber schlimmer sind die Polizisten. Einmal wollten sie wissen, woher ich meine neue Kleidung hätte. Ich wäre schließlich nur ein Immigrant. Wahrscheinlich alles noch gestohlen. Ich sagte, dass ich dafür gearbeitet hätte. Sie hörten nicht zu, stießen mich ins Auto und schlugen auf mich ein. Abdul geht in die Küche, um sich ein Glas Wasser zu holen. Auf dem Weg dorthin bricht er zusammen. Alles okay? Er hat einen epileptischen Anfall. Die Atmung überprüfen, ob er noch atmet. Johannes leistet erste Hilfe. Okay, so since the attack of the fascists on his head, since that day he got this kind of this oxygen. Be careful with his head. Be careful. Keep his head. Keep his head with your hands. Okay. So that the head will not fall in this situation. Okay, in that position. Okay. Can you open your mouth, Wazir? Don't ask. Good. Pretty cool. Also ich denke, wir sollten an der Stelle hier fast irgendwie abbrechen, weißt du, ich meine, wer weiß, wie lange. Wir müssen uns auch nicht alleine lassen, also hat ich mich schlecht. Ja. Aber ich glaube, so ein bisschen Privatsphäre ist fast besser, als wenn wir alle rumstehen mit den Kameras hier weiter rumlaufen, weil das ist purer Stress. Sie bekommen Druck von der Polizei, sie bekommen Druck von Neonazis, sie bekommen die ausländerfeindliche Haltung hier mit. Und seit 3 Monaten hat er das regelmäßig und das ist ganz schön krass. Was mich jetzt am meisten an der Situation auch schockiert hat, war einfach, dass ich habe in seinem Pass gelesen, dass der Abdul erst 25 ist. Ne? Aber ey, das waren nicht die Augen eines 25-Jährigen. Diesem Gesicht, ne, das springt einen förmlich an. Das ist einfach so dieser Ausdruck von, da ist was kaputt gegangen. Ja? Und das ist so, wenn man zu viel Leid und zu viel Grausamkeit hat sehen müssen oder erleben müssen. Das hat man so, das habe ich so deutlich gesehen. Und das war für mich echt dieses ganz erschreckende Ding, wenn Menschen so die Unschuld geraubt wird. Und das ist echt so eins der schlimmsten Dinger. Und jetzt mal Kulturvermischung hin oder her. Es geht hier jetzt echt einfach um dieses Ding von Menschlichkeit, ja, was ja in diesen tollen Hollywood-Filmen immer so angepriesen wird. Da müssen wir erst mal hin, da sind wir ja noch gar nicht. Man hat
halt die gleichen Geschichten immer wieder. Ne? Das ist zwar auf der einen Seite ja, schrecklich, auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass man irgendwie auch abstumpft. Genauso wie ich glaube, dass die Jungs irgendwann mal abstumpfen. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, was man nicht gerne mit sich rumträgt irgendwie. Ne? Aber, ja, nix aber. Einfach kein gutes Gefühl. In Rom holt Projektleiter Daniel Gerlach die Teilnehmer in Ponte Marmolo ab. Zeit für ein erstes Fazit. Haben die euch gesagt, aus welchen Gründen sie abgehauen sind? Die wir gefragt haben, sind bis jetzt aus meiner Sicht alle aus politischen Gründen geflohen, also die wir gesprochen haben. Ich beobachte oft, dass Leute, und das ist auch Teil dieser Diskussion, auch dieser Diskussion um Missbrauch, immer sagen, ich bin aus politischen oder religiösen Gründen verfolgt, deswegen bin ich hier. Denn selbst wenn sie aus Armutsgründen kommen, haben sie eigentlich gar keine andere Wahl, als das erstmal zu behaupten. Deswegen habt ihr vielleicht auch festgestellt, dass die Leute extrem vorsichtig sind, euch mitzuteilen, wie sie gekommen sind, über welche Länder sie genau gekommen sind, woher sie überhaupt kommen. Denn du musst, selbst wenn du vor Armut fliehst, was ja kein Asylgrund ist in dem Sinn, musst du erstmal, damit man dich überhaupt reinlässt und damit man deinen Fall überhaupt prüft, musst du Asyl beantragen. Und da musst du angeben, dass du aus politischen oder religiösen Gründen verfolgt wirst. Du hast ja in Deutschland was gesehen, du hast ja in Italien was gesehen. Siehst du Unterschiede in den Lebensverhältnissen der Menschen? Na, der Unterschied ist der, dass die Leute hier obdachlos sind oder sich ganze Slums aufbauen aus Müll. Ich glaube, das liegt daran, dass das Land hier zu wenig für die Asylsuchenden tut. Was ihr heute in Rom gesehen habt, ist ein kleiner Ausschnitt. Die meisten afrikanischen Flüchtlinge kommen über die kleine Mittelmeerinsel Lampedusa in Süditalien. Und wie gefährlich diese Reise ist, werdet ihr auf eurer nächsten Station sehen. Nächstes Mal bei Auf der Flucht das Experiment. Team Afrika trifft Menschenschmuggler. Dass er ein Gutmensch ist, das kann er mir in 1000 Jahren nicht erzählen. Die Jungs pissen Eiswasser, sonst würden die sowas nicht machen. Die Flucht in Richtung Lampedusa bringt die Teilnehmer an ihre Grenzen. Oh, der kotzt richtig Galle. Stefan, Katrin und Johannes erleben am eigenen Leib, was Flüchtlinge auf sich nehmen. Unterwegs mit einem Schlepper-LKW quer durch die Türkei. In Istanbul wollen sie sich etwas Geld auf der Straße dazu verdienen und geraten in Konflikt mit den Einheimischen. Es geht mir total auf den Sack.